Einen schönen guten Abend allerseits Ihnen hier bei uns zu Gast bei Wikimedia und an die, wo ist die Kamera, da vorne, per Stream zugeschalteten Menschen. Vielen Dank. Mein Name ist Matthias Schindler. Ich arbeite bei Wikimedia Deutschland im Bereich Politik und Gesellschaft und begrüße Sie ganz herzlich zu der vierten Ausgabe von Monsters of Law. Diesmal mit einem meiner Lieblingsthemen, der Schöpfungshöhe. Die Schöpfungshöhe daher, weil sie in vielen Diskussionen Wikipedia gerne als das Allheilmittel für das Beenden einer Diskussion angesehen wird. Wenn immer Sie ein juristisches Problem haben im Bereich Urheberrechte, können Sie einfach mal probieren, in den Raum zu werfen, ist ja gar nicht geschützt, weil Schöpfungshöhe, und schauen, was passiert. Ich begrüße ganz, ganz herzlich unseren Referenten für heute Abend, Lukas Metzger. Er hat drei ganz hervorragende Qualitäten, die ihn befähigen, heute Abend mit uns über die Schöpfungshöhe zu sprechen. Erstens, er ist Jurist. Er ist nicht irgendein Jurist, sondern er promoviert gerade über die Schöpfungshöhe. Zweitens, er ist Enzyklopädist, Autor in Wikipedia seit vielen Jahren. Und drittens, er ist Wikimedianer, er hat als Legal Intern bei der Wikimedia Foundation sozusagen an der Quelle von juristischen Diskussionen aller Art gearbeitet. Ich freue mich ganz besonders, dass wir ihn heute Abend gewinnen konnten. Übergebe ihm jetzt gleich die Bühne. Und vorhin noch zwei, drei kurze administrative Anmerkungen. Sie finden dort Brezeln, dort hinten Getränke. Bitte haben Sie keine Scheu. Bevor Sie hier umfallen, bevor Sie Angst haben, eine Diskussion abbrechen zu müssen, weil Sie unterzuckert sind oder ähnliches, stürmen Sie zum Buffet, bedienen Sie sich. Wir laden Sie herzlich dazu ein. Gleiches gilt für die Zeit nach der Veranstaltung. Bleiben Sie hier, reden Sie mit uns, genießen Sie die Brezeln. Sie finden an den Tischen dort hinten Formulare. Wenn Sie möchten, tragen Sie sich das bitte ein. Dann bekommen Sie Einladungen für künftige Veranstaltungen, künftige Gelegenheiten zum Brezeln essen, wenn Sie so möchten. In jedem Fall sprechen Sie uns auch an, wenn Sie weiter informiert werden möchten. Sagen Sie uns auch, wie Sie von dieser Veranstaltung erfahren haben. Und jetzt übergebe ich die Bühne an Lukas Metzger. Vielen Dank. Ja, guten Abend. Dankeschön an Matthias Schindler für die freundliche Einführung und Vorstellung. Liebe Zuhörer, voran eine etwas persönliche Bemerkung. Für mich als Doktoranden ist so ein Werkstattbericht über meine eigene Forschungsarbeit etwas schwierig. Man hat Angst, dass irgendwo in Deutschland ein anderer am selben Thema schreibt und einem die Ideen klaut. Aber andererseits freue ich mich, dass ich Sie heute Abend so ein bisschen als Sparring-Partner verwenden kann und möchte ich deswegen nicht so halten wie dieser mittelalterliche europäische Mönch in seiner Klause, sondern mehr so wie diese buddhistischen modernen Mönche, bei denen es eben eine Novizenausbildung zur Strategie der Ausbildung gehörte, dass man jeden Tag zeremoniell theologische Themen diskutiert mit anderen und so eben seine Argumente schärft im Laufe der Zeit. Und das will ich heute Abend versuchen. Ich möchte eines der Grundprobleme des Urheberrechts besprechen, nämlich die Frage, wann überhaupt ein urheberrechtlich geschütztes Werk vorliegt. Das Urheberrecht, das schützt, so steht es in § 1 Urheberrechtsgesetz, Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst. Und wir könnten uns jetzt den ganzen Abend über die Begriffe Literatur, Wissenschaft und Kunst vortrefflich unterhalten und streiten, aber ich möchte mehr über das Wort Werk sprechen, denn das ist das, was uns Urheberrechtler interessiert. Was ist der Begriff des Werks, was bedeutet er und wann fängt das Urheberrecht an? Es fängt nämlich an mit dem Werk. Bitte entschuldigen Sie, wenn wir jetzt kurz einen Blick in das Gesetz werfen. Das ist vielleicht nicht so ganz en vogue, aber ich halte es für gefährlich, so frei im Raum über das Recht zu diskutieren und möchte deswegen ganz kurz mit Ihnen ins Gesetz schauen. Zwei Paragraphen habe ich heute Abend auf dem Programm und den ersten haben wir jetzt schon hinter uns gebracht. Sprechen wir also über das Werk im Sinne des Urheberrechts. Das Werk, das ist ein Gedanke, eine Idee des Urheberrechts, die durch einen Schöpfungsakt in einem Werkstück, in einem Werk verkörpert wird. Es entsteht also ein Musikstück, das man hören kann, ein Text, den man lesen kann oder ein Tanz, den man sehen kann.
Und das Urheberrecht entsteht rein durch diesen bloßen Schöpfungsakt, bei dem sich die Vorstellung des Urhebers in einem Werk materialisiert. Und wie so ein Werk aussehen kann, das sagt uns bilderbuchartig und beispielhaft der Paragraph 2 Urheberrechtsgesetz, in dem eine große Liste von Beispielen für urheberrechtlich schutzfähige Werke aufgezählt sind. Etwas genauer anschauen werden wir uns im Absatz 1, die Ziffer 1, die Sprachwerke, und die Ziffer 4, die Werke der bildenden Künste, einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst. Und ganz kurz noch die Nummer 7, Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art. Etwas versteckt im Absatz 2, da befindet sich dann die Definition. Da ist sozusagen, da müssen wir uns genauer mit den Wörtern, die uns dort begegnen, auseinandersetzen. Denn da steht die Antwort auf die Frage, was ist ein Werk und was ist kein Werk. Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen. Ein Werk muss also, um urheberrechtlich geschützt zu sein, eine persönliche geistige Schöpfung sein. Wir haben es hier also mit drei Kriterien zu tun. Das Werk muss also zunächst eine persönliche Schöpfung sein. Bei dieser Frage geht es um Probleme wie das Affen-Selfie, das in der letzten Zeit aber auch bereits ausführlich in der Öffentlichkeit diskutiert wurde und auf das ich deswegen heute Abend auch verzichten kann. Beim Begriff der Schöpfung, da geht es auch um das Erfordernis der Formgebung. Also, wie ich gerade schon angedeutet habe, es muss am Schluss etwas da sein, ein Tanz, eine hörbare Musik, ein lesbares Schriftstück. Und dann muss diese Form auch einen geistigen Gehalt eben transportieren, denn das ist ja gerade das, was das Urheberrecht schützen möchte. Wenn man es aber bei diesen drei Kriterien, die wir jetzt aus dem Gesetz gelesen haben, belässt, dann würde jede Krakelei, jeder noch so simple Schriftzug und jede noch so einfache Tonfolge unter das Urheberrecht fallen. Dass das Urheberrecht aber eine Untergrenze haben muss, ist klar, denn Punkt, Punkt, Komma, Strich, das will niemand urheberrechtlich schützen. Denn man muss sich vor Augen führen, dass das Urheberrecht ja jegliche Nutzung des Werks und eines ausreichend ähnlichen Werks durch Dritte, durch jeden anderen verbietet. Die Schranken des Urheberrechts, die hier in der Veranstaltungsreihe auch schon zur Sprache kamen, sind sehr begrenzt, anders als zum Beispiel im Markenrecht. Ich drücke es so aus, das Urheberrecht hat spitze Ellbogen. Und schließlich erlischt es erst 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Daher hat die Rechtswissenschaft ein viertes Kriterium herausgearbeitet, um nur das zu schützen oder das nur vom Gesetz zu erfassen, was auch schutzbedürftig und schützenswert ist. Und dieses wichtige Kriterium lässt sich nicht so leicht aus dem Gesetzeswortlaut herauslesen. Es handelt sich um die Individualität, die ein Werk aufweisen muss. Bei der Individualität schaut man sich an, inwieweit die Persönlichkeit des Autors im Werk ihren Niederschlag gefunden hat und es dadurch schöpferische Eigentümlichkeit gewonnen hat. Hier geht es nicht um Ästhetik oder um Neuheit, sondern darum, inwiefern die Schöpfung von einer alltäglichen handwerklichen Leistung abweicht. Und damit ein Werk nun anhand dieses vierten Kriteriums der Individualität urheberrechtlichen Schutz genießen kann, muss es einen ausreichenden Grad an schöpferischer Eigentümlichkeit aufweisen. Das heißt, dass es nicht ausreicht, dass ein Werk überhaupt Individualität aufweist, sondern diese Individualität muss ein bestimmtes Maß erreichen. Und diesen Grad an Individualität nennt man in der Rechtswissenschaft Gestaltungshöhe oder auch Schöpfungshöhe. Die Schöpfungshöhe, die sagt aus, wie sehr ein Werk eine individuelle Schöpfung des Urhebers ist und wie sehr dieses Werk sich dadurch von der Masse anderer alltäglicher Gestaltungen abhebt. Bei der rechtlichen Beurteilung eines Werks kann man es auf einer Skala eintragen. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem, worüber ich in Kiel forsche. Man kann ein Werk auf dieser Grafik, die ich hier erstellt habe, auf der Hochachse auf einer Skala eintragen. Und zwar, je mehr der Autor seiner Persönlichkeit in einem Werk Ausdruck verleiht, je mehr Individualität es dann aufweist, desto größer ist die Schöpfungshöhe und desto weiter oben auf der Hochachse ist es einzutragen. Und dann an einer bestimmten Stelle auf dieser Achse befindet sich der Wert, ab dem ein Werk dann genug Individualität aufweist, um urheberrechtlich geschützt zu sein. Und darin liegt der Clou, dann zu entscheiden, ob ein bestimmtes Werk ober- oder unterhalb dieser Schranke, dieser Schwelle liegt. Wenn die Schöpfungshöhe hoch genug ist, ist das Werk urheberrechtlich geschützt, ohne Wenn und Aber. Es gibt also keinen fließenden Übergang. Wenn die Schöpfungshöhe nicht ausreicht, dann ist das Werk gemeinfrei und unterliegt keinerlei urheberrechtlichem Schutz.
Und diese Schutzschwelle teilt mein Schaubild dann in zwei Felder, und zwar in den Bereich des urheberrechtlichen Schutzes und in den Bereich der Gemeinfreiheit. Die Schutzschwelle nennt man herkömmlich auch kleine Münze. Man muss sich den Begriff so vorstellen, dass beim Blick ins Portemonnaie, dass man die Frage zwischen Geld haben und kein Geld haben bei einem Cent, bei einem Pfennig sozusagen, bei der kleinsten Münze trifft. Also wenn man nur einen Knopf oder nur eine Sicherheitsnadel im Geldbeutel hat, dann ist das noch nicht genug, um ein Pfennig zu sein. Und erst Geld haben fängt erst bei einem Pfennig an, bei der kleinen Münze. Und genauso ist es eben aus Sicht der Rechtswissenschaft eben bei der kleinen Münze des Urheberrechts, dass eben das geringste Maß an Schöpfungshöhe angibt, das ausreicht oder das gerade noch ausreicht, um urheberrechtlichen Schutz zu erlangen. Spannend wird es dann, wenn man den Verlauf dieser Schutzschwelle untersucht. Auf der Querachse meiner Grafik habe ich daher die unterschiedlichen Werkarten eingetragen, die wir ja im § 2 Urheberrechtsgesetz in Absatz 1 kennengelernt haben. Natürlich kann man eine technische Zeichnung, ein Musikstück nicht irgendwie auf einer Skala eintragen. Man muss das Schaubild also mehr so verstehen, dass jetzt an meiner Vorstellung die urheberrechtlichen Werkarten mehr so nebeneinander wie Blumentöpfe auf einer Fensterbank stehen und einzutragen sind. Und jetzt muss man sich fragen, ob man bei den unterschiedlichen Werkarten die Lage der Schutzschwelle irgendwie vergleichen kann. Dazu möchte ich mit dem angekündigten Beispiel aus der Werkart Nummer 1, nämlich den Schriftwerken, anfangen und drei Beispiele aus der Rechtsprechung zu Sachtexten nennen. Zum einen ist es nämlich möglich, dass bereits ein einziger Satz, nicht ein belletristischer Satz, sondern ein einziger Satz aus einem Sachtext urheberrechtlich geschützt sein kann. In diesem Beispiel, das ich gefunden habe, ging es um einen Werbeslogan, den das Landgericht Berlin in den 70ern für schutzfähig erachtete und den ich Ihnen heute natürlich nicht vorenthalten möchte. Der Satz lautete, Zitat, eine blitzblanke Idee oder wie Sie das ewige Problem, Ihr Haus innen und außen sauber zu halten, ein für alle Mal lösen. Also ein Werbeslogan für ein Putzmittel, und da sagte das Landgericht Berlin, das ist individuell genug, das schafft die Höhe, die Schutzschwelle zum urheberrechtlichen Schutz. Aber man muss gar nicht so viel sprachliche Kreativität aufbringen. Meldungen von Presseagenturen, die meist nur wenige Zeilen lang sind, gelten auch als urheberrechtlich geschützt, obwohl sie ja eigentlich möglichst neutral und sprachlich kondensiert sein sollen und ein bestimmtes Ereignis möglichst neutral und abstrakt wiedergeben sollen. Und die sind nach der Rechtsprechung schutzfähig und erreicht sozusagen wenige Sätze einen Absatztext. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten wissenschaftlichen Sachtexte, wie die immer durch die Rechtsprechung geisternden Anwaltsschriftsätze. Die gelten als in der Regel nicht urheberrechtlich schutzfähig, weil man da sagt, die sind ja durch die Fachsprache festgelegt und enthalten keine individuellen Formulierungen, auch wenn sie seitenlang sind. Man erkennt hier das vorhin bereits angesprochene Grundmuster der Schöpfungshöhe durch bloße handwerkliche Arbeit, und wenn sie noch so gut ist, erlangt man keinen urheberrechtlichen Schutz. Da liegt ein wesentlicher Unterschied des deutschen oder des kontinentaleuropäischen Urheberrechts zum Copyright des Common Law. Aber es ist schon verwunderlich, dass bei diesen doch vergleichbaren Fällen irgendwie mit zweierlei Maß gemessen wird. Die Motivation dahinter kann man vermuten. Ohne Urheberrecht stünden Presseagenturen vor einem Problem, wenn sie die Weiternutzung ihrer Meldungen wirksam verhindern wollen. Mit dem Leistungsschutzrecht für Presseverleger hat das übrigens nur ganz am Rande was zu tun. Bei einem Anwaltsschriftsatz dagegen haben Gerichte wahrscheinlich weniger Lust, dem Kollegen auf die Finger zu hauen, der ein besonders gelungenes Standardschreiben von einem anderen Anwalt abgekupfert hat. Dazu natürlich eine Randbemerkung aus Sicht des Wikipedianers. Was wir naturgemäß weniger gern hören, ist, dass ein Artikel in einer Enzyklopädie, so zum Beispiel hier die kurze Biografie des US-amerikanischen romantischen Malers Ralph Albert Blakelock, ja auch ein wissenschaftlicher Sachtext ist. Der unterliegt sehr vielen Regeln und Konventionen, über die wir Wikipedianer uns Tag für Tag streiten, mit viel Leidenschaft. Wir machen uns viele Gedanken darüber, wie wir unsere Arbeit dann, wenn sie fertig ist, unter eine freie Lizenz stellen. Dabei ist doch der größte Anteil unserer Arbeit, sowohl die einzelnen Bearbeitungen als auch der fertige Wikipedia-Artikel, ja ein in diesem Fall hier kunsthistorischer, wissenschaftlicher Sachtext und damit nach der dargestellten Rechtsprechung urheberrechtlich nicht schutzfähig.
Zurück aber nach diesem Beispiel zum Verlauf der Schutzschwelle, zu den Blumentöpfen auf der Fensterbank, zum Vergleich der Schutzschwelle bei den unterschiedlichen Werkarten. Genauso wie ich es gerade versucht habe, auf der Mikroebene für die Sachtexte, für die Gebrauchstexte zu skizzieren, kann man das auch auf der Makroebene machen. Es gibt zwar die Individualität, eben deren Maß oder den Grad der Persönlichkeit in einem Werk mit einer dogmatisch einheitlichen Definition, aber die tatsächliche Lage der Schutzschwelle ist bei jeder Werkart, bei jeder Unterkategorie und bei jeder Fallgruppe anders. Unter dem Vorbehalt, dass man das Schöpfungshöhe-Erfordernis bei unterschiedlichen Werkarten schwer vergleichen kann, verläuft die Schutzschwelle, also die Position der gerade noch urheberrechtlich geschützten kleinen Münze auf der Grafik, im Zickzack. Teilweise kann man das feststellen, indem man die tatsächlichen Ergebnisse der Rechtsprechung vergleicht. Teilweise haben sich aber auch sogar spezielle Definitionen und zusätzliche Erfordernisse für bestimmte Werkarten entwickelt. Es gibt also keine allgemeine praktikable Formel, die einem bei der Entscheidung über die Schöpfungshöhe eines bestimmten Werks hilft. Man kann nur anhand bestimmter, möglichst genau definierter Fallgruppen eine einigermaßen verlässliche Aussage treffen. Ein Beispiel für eine Werkart, bei der die Rechtsprechung der Ansicht ist, dass das Maß der erforderlichen Schöpfungshöhe im Vergleich zu anderen Werkarten sehr niedrig ist. Und das sagt die Rechtsprechung auch ausdrücklich. Hier bei dieser Werkart ist das Schöpfungshöhe-Erfordernis sehr niedrig, sind die Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art. Das ist die Nummer 7, die in § 2 Absatz 1 in der Liste genannt war. Und ein Beispiel für eine wissenschaftliche Darstellung sehen Sie hier gerade vor sich. Und da würde ich jetzt mal natürlich stolz behaupten, dass das schon ausreicht, nach dem sehr, sehr niedrigen Maßstab der Rechtsprechung, das urheberrechtlich zu schützen. Weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie dick die Pfeile sein muss, wie mein Zickzack genau aussieht, wie das Farbe Rot und die Strichelung und so weiter. Und da würde die Rechtsprechung sagen, ja, ich hatte ja gar nicht so viele Möglichkeiten, so ein Koordinatensystem ist durch so viele Konventionen bereits mathematisch vorgegeben, da reicht das bisschen Individualität, was ich hier reingesteckt habe, schon aus, um es urheberrechtlich zu schützen. Wenn ich als Rechtsanwalt 20 Seiten Schriftsatz schreibe und mir die Nächte um die Ohren schlage, dann sagt die Rechtsprechung, das reicht nicht. Aber so ist das halt. Fragen wir uns lieber, warum das so ist. Es liegt daran, dass die Bestimmung des Grads an Individualität in einem Werk eine sehr schwierige Rechtsfrage ist, wie bereits dargestellt. Einerseits müssen Richter nun mal Einzelfälle entscheiden und richten sich an den Anforderungen der konkreten Situation aus, auf die ich noch zurückkommen werde. Andererseits neigen Richter dazu, in solchen Fällen in ihrer Not Fallgruppen zu bilden, an denen sie sich orientieren können, wodurch die Einheitlichkeit der Gesamtentscheidung oder der Entscheidungen in der Gesamtsicht natürlich leidet. Aber eben die Praktikabilität dieser Fallgruppen, die mögen Richter, weil sie dann eben einigermaßen rechtssicher entscheiden können. Ganz ähnlich haben ja wir Wikipedianer bei der Entscheidung, ob ein Artikelgegenstand relevant ist, relevant genug ist für die Aufnahme in unsere große Online-Enzyklopädie, ausgehend von einer allgemeinen Definition der Relevanz, wann darf es einen Artikel zu einem bestimmten Thema geben. Ausgehend von einer allgemeinen Definition haben wir dann Dutzende Einzelfälle getroffen, zum Beispiel zu U-Bahnhöfen oder Fußballvereinen, weil wir uns eben für die Einzelfälle handhabbare Regeln uns schaffen wollten. So viel zu der Bewertung eines Werks hinsichtlich der Schöpfungshöhe. Werke stehen aber nicht isoliert für sich, sondern sie sind auch aus urheberrechtlicher Sicht im Kontext anderer Werke zu sehen. Deshalb stellt sich die bereits angedeutete Frage, wie weit der Schutzbereich eines einzelnen Werks reicht. Mit anderen Worten, wie sehr sich ein Werk von einem anderen Werk unterscheiden muss, um nicht eine Bearbeitung des ersten Werks und damit eine Urheberrechtsverletzung zu sein. Diesen Schutzbereich des einzelnen Werks, den nennt man auch Schutztiefe. Hier gilt die Faustregel, wenn man sich fragt, wie groß ist denn die Schutztiefe so eines Werks? Die Schutztiefe ist umso größer, je mehr Schöpfungshöhe ein Werk aufweist. Ein Werk, das nur wenig individuell ist und knapp über der Schöpfungshöhe zur kleinen Münze liegt, muss sich also nur wenig von einem anderen Werk unterscheiden, um ein eigenständiges Werk zu sein. Wenn es denn die Hürde zur kleinen Münze schafft. Bei einem Werk mit großer Schöpfungshöhe, nehmen wir jetzt als Beispiel das Rembrandt-Ölgemälde, ist dagegen auch die Schutztiefe größer und alle auch nur einigermaßen ähnlichen Werke gelten als Bearbeitung, die der Schutzbereich des Werks erfasst. Das heißt, die Schutztiefe ist proportional zur Schöpfungshöhe.
Ich versuche sozusagen ein bisschen aus der Rolle des Juristen rauszukommen und ein bisschen naturwissenschaftliche Methoden hier anzuwenden. Ich hoffe, das wird von den Zuhörern einigermaßen wohlwollend aufgenommen. Jetzt möchte ich zum aktuellen Problem der Schöpfungshöhe für Werke der angewandten Kunst kommen, über die wir Urheberrechtler momentan am meisten diskutieren. Die angewandte Kunst, umgangssprachlich Design, ist in § 2 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz eben, wie wir schon am Anfang gesehen haben, als Unterkategorie der Nummer 4 der Werke der bildenden Künste erfasst. Juristisch unterscheidet man also hier die angewandte Kunst von der sogenannten reinen oder zweckfreien Kunst, also dem Rembrandt. Die Rechtsprechung hat hier spezielle Definitionen für die Lage der Schutzschwelle entwickelt. Bei Werken der reinen Kunst muss demnach ihr ästhetischer Gehalt einen solchen Grad erreichen, der es nach Auffassung der für kunstempfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer künstlerischen Leistung zu sprechen. Nochmal auf Deutsch. Ein Kunstwerk ist dann ein Kunstwerk, wenn es eine künstlerische Leistung ist, am Maß ihres ästhetischen Gehalts gemessen. Und das nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauung einigermaßen vertrauten Kreise. Ja. Wer sind diese Kreise? Typischerweise sind Richter am Bundesgerichtshof. Die sehen sich auch in diesen Kreisen. Also so muss man das verstehen, dass also man als einigermaßen gebildeter Mensch, zum Beispiel als Richter am Bundesgerichtshof, dann kann man sich ein Urteil anmaßen und muss nicht einen Sachverständigen beauftragen, sondern kann selbst entscheiden, ob Kunst Kunst ist. Für die angewandte Kunst galt aber eine andere Formel. Hier musste ein deutliches Überragen der Durchschnittsgestaltung vorliegen. Das heißt, wir hatten im Bereich der angewandten Kunst eine sehr hohe Schutzschwelle im Vergleich zur reinen Kunst. Das führte dazu, dass Werke der angewandten Kunst im Regelfall nicht urheberrechtlich schutzfähig waren. Man muss sich das so vorstellen, dass ein Werk der angewandten Kunst schon im MoMA in New York, das ja auch eine Designabteilung hat, hängen musste, um den Anforderungen dieser Definition zu genügen. Im Regelfall war also angewandte Kunst urheberrechtlich nicht geschützt. Warum war das so? Früher gab es unterhalb des urheberrechtlich geschützten Werks, unterhalb der Schutzschwelle, noch das Geschmacksmuster, das heute geschütztes Design heißt. Das Geschmacksmuster war im Geschmacksmustergesetz geregelt und wurde als kleines Urheberrecht für Werke der angewandten Kunst verstanden. Wenn man das Geschmacksmuster in meiner Grafik veranschaulichen will, dann sieht das in etwa so aus. Wenn wir jetzt eben hier zwei Blumentöpfe nebeneinander auf meine Querachse stellen, links die angewandte Kunst, rechts die reine Kunst, und dann eben schauen müssen, wo verläuft die Schutzschwelle, wo ist der urheberrechtliche Schutz gegeben und wo ist noch der Bereich der Gemeinfreiheit zu finden, dann sieht das so aus. Und warum ist das so? Das Erfordernis einer besonderen Schöpfungshöhe für Werke der angewandten Kunst wurde damit begründet, dass ja auch das Geschmacksmuster, das ja bei Werken angewandter Kunst unterhalb dem urheberrechtlichen Schutz zu finden war, auch das musste ja eine Untergrenze haben. Auch da muss es ja auch noch etwas geben, was noch nicht mal die Schwelle zum Geschmacksmuster schafft. Und dann muss ja das Geschmacksmuster auch noch einen Anwendungsbereich haben. Es muss also einen bestimmten Abstand geben zwischen der Schutzschwelle des Geschmacksmusters und der des Urheberrechts. Und deswegen war das Schöpfungshöheerfordernis im Bereich der angewandten Kunst so hoch. Und jetzt passiert das, was im heutigen Recht immer irgendwann passiert. Abracadabra, der europäische Gesetzgeber erließ eine Richtlinie und reformierte dadurch das Geschmacksmusterrecht. Seit 2004 ist das Geschmacksmuster danach eigenständig und nicht mehr als Unterbau des Urheberrechts zu verstehen. Und weg damit. Wie der Bundesgerichtshof infolgedessen im Seilzirkus-Urteil ankündigte und im November des vergangenen Jahres im Geburtstagszug-Urteil entschied, hatte dies zur Folge, dass die Rechtfertigung für ein besonderes Schöpfungshöheerfordernis entfiel und auf die angewandte Kunst nun der allgemeine Maßstab der reinen Kunst anzuwenden ist. Danach müssen wir jetzt neu darüber nachdenken, wann bei angewandter Kunst, also Zitat, ihr ästhetischer Gehalt einen solchen Grad erreicht, der es nach Auffassung der für kunstempfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer künstlerischen Leistung zu sprechen. Das ist bei der reinen Kunst sehr schnell der Fall, denn niemand will heutzutage leichtfertig einem Kunstwerk seine Eigenschaft als künstlerische Leistung absprechen. Das kann ich auch, ist längst kein Argument mehr.
Die Frage ist jetzt natürlich, sind selbst so banale Dinge wie der Mercedes-Stern rechts oder die Margrethe-Rührschüssel, ein weiterer Klassiker des Produktdesigns, urheberrechtlich geschützt? Dann wären diese beiden Abbildungen nämlich Urheberrechtsverletzungen. Im Fall des Mercedes-Stern bis Ende 2015 und im Fall der Rührschüssel bis Ende 2072. Die Frage ist offen. Schnell die nächste Folie. Viel Hilfestellung gibt uns der Bundesgerichtshof nicht, außer dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen kann, wenn diese ästhetische Wirkung nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer eigenen künstlerischen Leistung beruht. Aber was ist denn bei dem Mercedes denn bei einem Logo der Gebrauchszweck? Wenn der Gebrauchszweck bei einem Logo in der Wiedererkennbarkeit liegt, ist denn ein Logo dann überhaupt schutzfähig? Denn alles an der Gestaltung eines Logos dient ja per Definition der Wiedererkennbarkeit dieses Logos und damit dem Gebrauchszweck und darf deswegen nicht herangezogen werden für die urheberrechtliche Schutzfähigkeit, weil es nicht Teil des künstlerischen Gehalts des Werks ist. Außerdem weist der Bundesgerichtshof darauf hin, dass der Schutzbereich, also die Schutztiefe bei Werken mit einer Schöpfungshöhe knapp über der Schutzschwelle, wie eben besprochen, sehr klein ist und schon geringe Abweichungen ausreichen, um als eigenständiges Werk zu gelten. Für den Fall der einfachen Abbildung eines Werks der angewandten Kunst, wie gerade geschehen, hilft das aber schon einmal nicht. Im Fall der berühmten Margrethe-Rührschüssel und im modernen Design meines Verständnisses nach auch, liegt das Besondere, also das Künstlerische im Design, nach meinem laienhaften, aber ich maße mir das an, auch für kunstempfänglichen Verständnis, häufig gerade in der Abwesenheit von besonderen gestalterischen Elementen. Design ist ja dann heutzutage gutes Design, wenn es ohne Schnörkel, ohne Kunst ist. Wie wollen wir damit umgehen, dass ein Werk der angewandten Kunst heute eigentlich als besonders künstlerisch dann gilt, wenn es allein nach dem Gebrauchszweck gestaltet ist, aber der Gebrauchszweck ja gerade nicht als Grundlage für urheberrechtlichen Schutz dienen kann? Man könnte sagen, dass eben jetzt selbst einfachste Werke der angewandten Kunst schutzfähig sind, wie es bei der kleinen Münze der reinen Kunst bisher eben auch schon war. Neben den genannten Gründen sprechen noch weitere Argumente dagegen. Zum einen besteht gerade in der angewandten Kunst ein hohes Freihaltebedürfnis für neue Gestaltungen. Als Gesellschaft können wir es nicht wollen, dass bei Gebrauchsgegenständen durch die Monopolisierung zu vieler bestehender, geschützter Gestaltungen kein Raum mehr für Neues, für Innovation bleibt. Und schließlich, das Urheberrecht befindet sich in einer Legitimationskrise. Wenn man von solchen gesetzgeberischen Unfällen wie dem Leistungsschutzrecht für Presseverleger absieht, will derzeit niemand den ohnehin schon großen Anwendungsbereich des Urheberrechts weiter ausdehnen. Sondern man denkt vielmehr über neue, an moderne Nutzungsweisen angepasste Schranken nach. Und damit ich jetzt nicht sozusagen das gallische Dorf des Urheberrechts hier versuche zu verteidigen, um zurück zum Beispiel der Sachtexte zu kommen. Auch dogmatisch gibt es trotz der durch das Geburtstagszug-Urteil eingeführten einheitlichen Definition keinen Grund, die bestehenden Fallgruppen über den Haufen und kategorisieren im Bereich der angewandten Kunst über den Haufen zu werfen, denn die einheitliche Schutzschwelle gab es nie. Sie verlief auch bei einheitlich definierten Werkarten bisher nicht linear. Wir können auch weiterhin als Urheberrechtler mit guten Gründen für Werke der reinen Kunst zu anderen Ergebnissen kommen als bei der angewandten Kunst, da die Interessenlage, wie dargestellt, eine andere ist. Es ist keineswegs so, dass die Urheber der angewandten Kunst dann schutzlos blieben. Das Geschmacksmusterrecht oder das, heute heißt es Designrecht, steht ihnen weiter genauso offen wie auch das Marken- und Wettbewerbsrecht, was Künstler, die im Bereich der reinen Kunst ihr Schaffenszentrum haben, nicht die Möglichkeit haben. Diese Rechtsgebiete haben auch bisher einen weitgehenden Schutz der angewandten Kunst im Hinblick auf ihre gewerbliche Nutzbarkeit ermöglicht und sie zeichnen sich durch besondere praktikable Schrankenregelungen aus. Wer diesen vorgestellten Weg aber nicht gehen will und jetzt tatsächlich Werke der angewandten Kunst schon ab einem geringen Quantum an Individualität wie im Bereich der reinen Kunst schützen möchte, der muss sich die tatsächlichen Auswirkungen auf die Designbranche anschauen. Was ist überhaupt angewandte Kunst? Darüber haben Urheberrechtler in der Vergangenheit noch nie so richtig nachgedacht, weil man ja immer sagen konnte, ist ja alles nicht geschützt.
Wir Urheberrechtler müssen jetzt neu darüber nachdenken, was alles als angewandte Kunst geschützt sein könnte. Zum Beispiel die Modebranche war bisher vom Urheberrecht nahezu unbehelligt, was als einer der Gründe für den hohen Innovationsdruck mit den ständig neuen Kollektionen im Urheberrecht angesehen wurde. Aber auch völlig neue Gegenstände, über die man noch niemals nachgedacht hatte, könnten jetzt vom Urheberrecht verfasst sein. Das interessanteste Beispiel, das ich gefunden habe, sind Feuerwerksdarbietungen. Sind das urheberrechtlich geschützte Werke der angewandten Kunst? All diese Fragen sind vollkommen offen. Ich traue mich zurück zu meiner ketzerischen Folie mit den geschützten, vielleicht geschützten, hoffentlich nicht geschützten Werken der angewandten Kunst. Und ich bin auf Ihre Meinung zum Thema gespannt. Zum Schluss noch eine Bemerkung in eigener Sache. Auf der Wikicon im Oktober, dem Jahrestreffen der deutschsprachigen Wikipedianergemeinschaft, werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie wir jetzt mit den zigtausend Werken der angewandten Kunst umgehen wollen, die wir in unseren Artikeln, wie zum Beispiel diese beiden hier, verwenden. Dazu gehören Produktfotos wie die Margarete-Rührschüssel, aber vor allem die Firmenlogos, die in jedem Artikel über ein Unternehmen enthalten sind. Für Ideen sind wir da jederzeit sehr offen. Und mit diesem Blick in ein norwegisches Urheberrechtslehrbuch, in dem das wunderschöne Wort Monsterrecht vorkommt, das heißt natürlich Geschmacksmusterrecht, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, dann eröffnen wir die Diskussion. Genau, jetzt ist Zeit und Raum für Fragen, Anmerkungen. Vorher werde ich noch meine urheberrechtliche Schuldigkeit nach, erfülle so ein paar Lizenzen. Genau, wunderbar, los geht's. Ja, danke Lukas für deinen sehr instruktiven Vortrag. Ich glaube, dass du mit deinem Promotionsthema sozusagen ins dunkle Herz der Finsternis auch zielst und natürlich bewusst auch Fragen aufgeworfen hast, die nicht als Fragen formuliert waren. Was ich mich als Nicht-Jurist schon seit längerem frage, und vielleicht gibt es dazu auch Forschung, weshalb sich das Urheberrecht nicht vielleicht bei anderen Rechtsgebieten inspirieren lässt, um den Unterschied zwischen reiner Kunst, freier Kunst und angewandter Kunst irgendwie aufzulösen. Als Autor stand ich verschiedentlich in der Situation, einen Mehrwertsteuersatz geltend zu machen. Und das Abgrenzungskriterium von 7% und 19%, sagte damals der Steuerberater, sei in jedem Fall das Beauftragungsverhältnis. Wenn ich als Autor selbst schöpferisch tätig bin, im eigenen Auftrag, nämlich 7%, wenn ich einen Promotext schreibe oder dazu angehalten werde, veranschlage ich 19%. In der ähnlichen Art, wenn man das mal weiterdenkt, wäre ein in der Musikindustrie beauftragter, lizenzierter Remix nicht schutzfähig, insofern weiter remixbar, also letztlich in die Freiheit entlassen. Also meine Frage einfach hierzu, natürlich ist mir das klar, dass das unterschiedliche Rechtsgebiete sind, aber ist dieser Punkt, das Differenzkriterium der Beauftragung Gegenstand der Forschung, die du machst? Also Steuerrecht ist natürlich immer böse. Mit dem Steuerrecht will kein Jurist, der nicht selber Steuerrechtler ist, etwas zu tun haben. Aber ja, die Urheberrechtler kennen das Work for Hire im Copyright. Im amerikanischen, im angelsächsischen Urheberrecht, im Copyright, man darf nicht Urheberrecht sagen, im Copyright, wird bei einer bezahlten Schöpfung nicht mal der Autor, Urheber, sondern der zahlt. Und da sagt eben das kontinentaleuropäische Urheberrecht schon wieder, nein, böse, böse, und scheut es wie der Teufel das Weihwasser, damit wollen wir nichts zu tun haben. Deswegen sind da so vielleicht andere Ängste, liegen da ein bisschen tiefer beim Urheberrecht, sich mit dieser Frage weniger zu beschäftigen. Aber weil wir ja im kontinentaleuropäischen Urheberrecht, wir schützen die Persönlichkeit, wir schützen den Ausdruck der eigentlichen, der eigenen, ja, grundgesetzlich Menschenwürde und so, da, mit solchen Begriffen hantieren wir da und denken gar nicht an solche weltlichen Dinge. Aber das müssen wir jetzt tun, wir müssen über weltliche Dinge nachdenken, weil wir jetzt die angewandte Kunst in einem Maße vielleicht schützen, die bisher nicht da gewesen war. Und warum nicht das Steuerrecht? War, wie gesagt, schwierig. Aber danke für die Idee. Einen Moment bitte. Genau, genau. Für die Zuhörer an den Bildschirmen zu Hause müssen wir, glaube ich, warten, bis das Mikrofon da ist. Riskieren wir jetzt, dass das schwarze Quadrat bedeutet, dass alle Werke, die irgendwie zu Kunst erklärt werden, Kunst sind? Ja, das,
Das schwarze Quadrat ist ein schwieriger Fall natürlich in der Hinsicht, dass es ja gar kein schwarzes Quadrat ist, sondern dass es aus vielen Farbtönen, wenn man näher dran rührt und so weiter, und der Typ wollte ja wirklich was damit sagen, es ist ja nicht mal richtig schwarz, und je länger man davor steht, desto mehr fällt einem auf, und deswegen ist da natürlich ganz viel Persönlichkeit und ganz viel Individualität und ganz viel Schöpfungshöhe im schwarzen Quadrat. Aber ja, richtig, richtig. Die Frage ist, also mein Lieblingsbeispiel ist der Mercedes-Stern. Das ist einfach ein Kreis mit drei Strichen drin. Ich habe jetzt hier noch ein uraltes, also Anfang der Jahrhunderts habe ich eben so eine gelbe Version gefunden. Aber klar, wir müssen neu über so simple Dinge, das Laufen der Auge und die Distel, die Silberdistel, die vom Bundesgerichtshof entschieden wurden, waren ja schon relativ, naja, fand ich schon relativ kreative Schöpfungen. Aber wir müssen jetzt nicht über das laufende Auge und die Silberdistel nachdenken, sondern über den Mercedes-Stern. Und das ist ja wirklich Punkt, Punkt, Komma, Strich. Und die Designer dieser Welt, die horchen natürlich begeistert auf den Bundesgerichtshof und das OLG Schleswig, weil die jetzt sagen, zum Beispiel, mein Webdesign könnte jetzt urheberrechtlich schutzfähig sein. Und dann kann ich endlich gegen die ganzen Leute, die meine Tabellen und meine Farbanordnung oder meinen Code klauen, und kann jetzt auf diese Art und Weise mein Design schützen. Und ja, und da denke ich, wird neu drüber nachzudenken, und wir können es nicht wollen. Also das schwarze Quadrat, wie gesagt, Punkt, Punkt, Komma, Strich oder Mercedes-Stern, man kann jetzt da andere Beispiele wählen, das können wir nicht wollen. Wir wollen nicht das Maß an Rechtsunsicherheit, das das auslöst. Und diese Rechtsunsicherheit ist real, die erleben wir Wikipedianer gerade. Wir haben 50.000 Unternehmungslogos. Das heißt, die Wikimedia Foundation in San Francisco sieht sich der Gefahr ausgesetzt, von 50.000 Unternehmen abgemahnt zu werden. Und dann nach den Unternehmenslogos kommen noch die Rührschüsseln und was weiß ich, und die Automodelle, die wir fotografieren. Und was, also das kann doch keiner wollen, aber so ein Automodell, so ein BMW 7er, das hat natürlich 5 Sitze und 4 Räder und Türen, und das ist ja alles Gebrauchszweck, Gebrauchszweck, Gebrauchszweck. Aber warum ist denn dieses Auto so teuer? Weil es unter anderem, weil es so schick aussieht, weil der Maserati jede Version hat, ist noch toller, und ich interessiere mich nicht so für Autos, aber lass mir das sagen. Autodesign ist wirklich eine dicke Sache, und da fließt Blut sozusagen. Und wollen wir das Foto von einem Auto, das ja dann die Wiedergabe eines urheberrechtlich geschützten Werkes der angewandten Kunst ist, dann verbieten? Und kann doch keiner wollen. Aber ich preaching to the choir, ich erzähle hier wahrscheinlich nicht den Leuten, die mir widersprechen, aber vielleicht doch. Ja, bitteschön. Ja, hallo. Ich habe leider den Anfang verpasst, aber ich muss nochmal nachfragen. Wie viel Sinn macht das überhaupt noch alles, was wir diskutieren, im Anbetracht von ACTA und anderen Verfahrensverhandlungen, die jetzt so wieder anstehen oder laufen, nicht abgeschlossen werden, im Hinblick auf das Urheberrecht? Inwieweit lässt sich das überhaupt national oder in einem bestimmten geografischen Bereich regeln? Sehr, sehr gute Frage. Ich habe ja gesagt, wie es immer heutzutage passiert, es kommt zumindest eine europäische Richtlinie, aber auch unser Urheberrecht, wie wir es kennen, ist auf der Basis von internationalen Verträgen teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert entstanden und war schon immer international. Und der Begriff der angewandten Kunst, den haben wir aus dem Französischen übernommen, der heißt art décoratif. Und wenn man den Begriff wirklich nochmal wissenschaftlich untersucht, muss man sich ja eigentlich an die französischen Quellen wenden und so weiter und so fort. Und ja, vielleicht nicht ACTA, aber andere Verträge und völkerrechtliche Übereinkommen und vor allem das europäische Recht definieren den Begriff des Werks immer weiter. Und es gibt auch schon Urheberrechtler, die sagen, den deutschen Werkbegriff, den ich jetzt gerade eine halbe Stunde lang besprochen habe, den gibt es gar nicht mehr, sondern es gibt den europäischen einheitlichen Werkbegriff. Und da gehöre ich wirklich zu einem gallischen Dorf, das aus Urheberrechtlern besteht, die eben sagt, so nein, 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 es ist anders. Die internationalen Verträge, das internationale Urheberrecht, das europäische Urheberrecht definiert nur, was passiert, nachdem das Werk entstanden ist? Und dieser heilige Moment der Schöpfung, der Kreierung, wo der Autor seine Persönlichkeit quasi in einem Werk Form verleiht, das ist immer noch national autonom zu verstehen. Das ist noch eine völlig andere Sache, wo auch momentan im Urheberrecht in der Debatte die Schüsse fallen und wo ich auch in meiner Doktorarbeit versuchen werde, ein bisschen
ja, mich da zu tummeln. Und da werden wir sehen, ob die Urheberrechtsreform, die die neue Kommission ja groß angekündigt habe, dass sie jetzt völlig neu über das Urheberrecht nachdenken wollte, aber auch das Urheberrecht handhabbarer machen will, da können jetzt vielleicht andere im Publikum noch viel besser ein Lied von singen als ich, dass die sich dann auch überlegen, wollen wir die bestehenden Werkdefinitionen, zum Beispiel bei der Datenbank gibt es schon eine urheberrechtliche, europäische, einheitliche Definition. Aber das beste Beispiel. Da gibt es gar keine deutsche Definition mehr, sondern die Datenbank ist europäisch definiert und da können wir gar nicht mehr aus der Sicht des deutschen Rechts mehr dran drehen. So, aber nächste Frage. Wie gesagt, schwieriges Thema, aber interessantes Thema. Ja. Ob wir es jetzt über Steuerrecht angehen oder von der anderen Seite, ich fände es ganz wichtig, nochmal darauf zurückzukommen, um was es eigentlich im Kern bei dieser Frage geschütztes Werk oder nicht geschütztes Werk geht, nämlich um die Frage, wo kippt es, das Bedürfnis, die Verwendung von Wissen und Ideen frei zu halten, sodass andere auch noch kreativ sein können, und wann kippt es in eine Individualität hinein, die dann wiederum berechtigt, dass der Urheber, weil er dann eben einer ist, geschützt ist. Und wenn man da Interessen zuordnen will, dann ist es vielleicht aus der Sicht Wikimedia, sehe ich das, da sind 50.000 Unternehmenslogos drin, vielleicht leicht zu sagen, die Unternehmen brauchen diesen Schutz, aber genauso sind es die Individuen, die diesen Schutz brauchen, und genauso sind es Unternehmen, die auch die Gemeinfreiheit brauchen. Also um ein bisschen diese vermeintlichen Interessenfronten da aufzulockern, würde ich gerne nochmal auf diese grundlegende Unterscheidung zurückgehen. Genau, also natürlich ist das alles gegenseitig. Auch Unternehmen, wenn die sich ein neues Logo ausdenken, hätten die natürlich auch gerne einen möglichst großen Raum, um sich neue Logos auszudenken, und möchten auch nicht die Unsicherheit haben, ständig dann wegen eines neuen Logos abgemahnt zu werden. Und mein bestes Argument ist bisher, es gibt ja schon das Markenrecht, es gibt das Wettbewerbsrecht, es gibt das Designrecht. Das haben wir doch alles schon. Reicht das nicht vielleicht vollkommen aus für die angewandte Kunst, die ja im gewerblichen Rahmen, wo eben diese Rechtsgebiete wunderbar schon einen jahrhundertealten Rahmen schaffen, sich da tummeln, brauchen wir da auch noch das Urheberrecht? Und anekdotisch kann man da erzählen aus den USA, da gibt es nicht nur wie Patenttrolle und Markentrolle auch Urheberrechtstrolle. Die designen Logos und schicken die an Unternehmen, ungefragt. Und dann, wenn ein Unternehmen dann sein neues Logo bekannt gibt, verkündet, dann klagen sie auf Urheberrechtsverletzungen, denn sie hätten ja damals vor 5 Jahren einen Stapel mit 125 neuen Logo-Design-Alternativen vorschlagsweise an das Unternehmen geschickt. Ganz häufig kommt das bei Football-Vereinen und Baseball-Vereinen vor, die ja häufiger mal ihre relativ komplizierten Logos ändern. Jetzt momentan sind ja die Redskins in der Debatte, die müssen sogar ihren Namen eventuell aus politischen Gründen aufgeben. Und da gibt es Urheberrechtstrolle und da gibt es Urteile im Urteil im Urteil, die gerade im Bereich der angewandten Kunst eben den Menschen das und auch den Designern das Leben schwer machen. Und ein weiteres Argument, wollen wir das wirklich, brauchen wir nicht einfach Gemeinfreiheit in diesem Bereich und reichen die bestehenden Rechtsregimes, besonders des Markenrechts und des Designrechts, nicht vielleicht aus? Meine These. Lili, da hinten ist meine Frage. Ja. Ja, ein bisschen was von dem, was ich sagen wollte, hast du gerade so ein bisschen angedeutet, dass ich auch denke, Markenrecht und andere Sachen würden eigentlich ausreichen, um das zu schützen. Was sich daran anschließt, ist die 50.000 Rührschüsseln in der Wikipedia. Ich frage mich, ob das überhaupt im Interesse ist von Firmen, ein Foto von einem Produkt, also die Benutzung eines Fotos eines Produktes, abzumahnen, weil ein Mercedes ja auch hauptsächlich gekauft wird, weil man weiß, dass es den Mercedes gibt und weil man ihn sieht und weil man das drüber nachlesen kann. Also das ist vielleicht, also ich frage mich, ist das nicht sowieso nicht im Interesse der Firmen? Also wenn es nicht darum geht, den Mercedes-Stern nachzubauen, sondern ihn nur abzubilden und damit im Endeffekt Werbung zu machen, kostenfrei. Ja, deswegen können wir nachts noch schlafen, weil wir denken, die Unternehmen, die können das nicht wollen, dass ihr Logo auf Wikipedia nicht abgebildet ist. Aber wir stellen unsere Logos, unsere Rührschüssel, unsere BMWs ja auf Wikimedia Commons der ganzen Welt für jede mögliche Nutzung zur Verfügung, und das kann vielleicht dann doch unerwünscht sein. Und eine Fraktion unter den Wikipedianern sagt derzeit, okay, dann müssen wir eine neue Dateiform, eine neue Lizenzbestimmung finden, nur für den enzyklopädischen Gebrauch.
ist das Unternehmen ja wahrscheinlich einverstanden oder vielleicht sogar ausdrücklich, indem wir eben 50.000 Mal um Erlaubnis bitten. Genau, und dann eben quasi da voranzuschreiten. Aber ich gehöre der Fraktion an, die sagt, ist es denn überhaupt durch das Geburtstagszugurteil vom vergangenen November überhaupt gesagt, dass die Rührschüssel urheberrechtlich geschützt ist? Ist das denn, folgert das denn zwingend daraus? Und der Geburtstagszug, ich habe ihn mitgebracht, ich stelle ihn nachher dann mal auf den Tisch, damit man ihn sich angucken kann, oder die Damen und Herren zu Hause können kurz googeln, Geburtstagszug, findet man ganz schnell ganz viele Bilder, aber das konnte ich jetzt eben nicht einfügen, weil das natürlich diese Fotos im Internet natürlich geschützte Lichtbilder sind, die ich nicht einfach so einfügen kann. Wo war ich stehen geblieben? Die eben, ich gehöre der Fraktion an, die sagt, nein, man muss das Geburtstagszugurteil nicht so verstehen, dass jetzt wirklich alle Stricke reißen, alles umgeworfen wird und auf jeden Fall der Benzinstern, die Rührschüssel, alles ist geschützt und wir begehen 50.000 Urheberrechtsverletzungen jede Sekunde, die wir diese Dateien weiter zur Verfügung stellen, sondern man muss, wie gesagt, die Schutzschwelle verläuft weiterhin im Zickzack. In dem Bereich der angewandten Kunst ist zwar, gilt eine einheitliche dogmatische Definition, aber im Ergebnis, aufgrund der bestehenden unterschiedlichen Interessen, kommen wir zu einer höheren, weiterhin höheren Schutzschwelle. Und da kann man wieder besprechen, aber ich habe das OLG Schleswig auf meiner Seite, das jetzt nämlich gerade gesagt hat, dass der Geburtstagszug, anhand derer sich die ganze Debatte eben entzündet hat, doch nicht urheberrechtlich geschützt ist, obwohl das nach dem Bundesgerichtshofurteil erstmal alle gesagt hatten, sondern nur die Geburtstagskarawane. Aber das ist jetzt schon sehr speziell, wenn man den Geburtstagszug und die Geburtstagskarawane bitte googeln oder nachher, da stelle ich es hin, angucken, diskutiert. Vielleicht noch eine Publikumsfrage? Ja. Erübrigt sich nicht die ganze Geschichte mit der kleinen Münze, wenn man die so Prinzeps in Ansatz bringt? Und Montezuma, Mercedes muss erstmal nachweisen, dass der Stern nicht schon mal irgendwann im Mittelalter hochgehalten wurde. Genau, das ist auch ein sehr gutes Argument. Logos bestehen ja immer. Logos müssen wiedererkennbar sein. Design muss irgendwie dem Auge gefallen. Und wie macht man das? Man nimmt bestehende Formen und setzt die irgendwie neu zusammen. Und nur in diesem Remix, das ist ja auch ein Begriff, der in diesem Raum sehr gerne verwendet wird, nur durch diesen Remix entsteht dann irgendwie irgendwas Neues, aber so ein Punkt, Punkt, Komma, Strich oder ein Kreis mit so einem kleinen dreizackigen Stern drin, das hatten wir doch irgendwie schon mal. Der Mercedes-Stern ist übrigens dadurch entstanden, dass Gottlieb Daimler auf einer Karte sein Wohnhaus mit diesem Symbol markiert hat. Wohl in dem Wissen, dass man beim Draufgucken versteht, das ist eine Markierung. So. Und dann könnte man sagen, der Mercedes-Stern ist eine jahrhundertealte Markierung für geografische, keine Ahnung, und ja, Design, Logos, sowas, das setzt sich immer aus vorbekannten Formen zusammen. Und das war genau das Argument, mit dem das Oberlandesgericht Schleswig beim Geburtstagszug gesagt hat, obwohl der Bundesgerichtshof beim Blick auf den Geburtstagszug gesagt hat, nein, es gilt, es ist ein völlig neuer Maßstab und es könnte sein, dass der Geburtstagszug urheberrechtlich geschützt ist. Wir haben uns, das Oberlandesgericht Schleswig hat sich dann den Geburtstagszug und lauter tausend andere, oder nicht tausend andere, aber viele andere Spielzeug-Holzzüge angeguckt und verglichen, hat gesagt, so viel Neues steckt dann in dem konkreten Geburtstagszug gar nicht drin und hat dann die Klage in der Hinsicht abgewiesen, genau mit diesem Argument, dass angewandte Kunst oft auf bestehenden Formen beruht. Wir haben jetzt mehrfach über Markenrecht auch gesprochen. Das deutsche Markengesetz ist meines Wissens das einzige Gesetz in Deutschland, das spezifisch Regeln für Nachschlagewerke hat, nämlich das Recht des Markenrechtsinhabers, bei einer Folgeauflage eines Nachschlagewerks zu verlangen, dass das Nachschlagewerk eine Marke mit einem Markensymbol versieht. Man könnte jetzt fragen, ob damit der Gesetzgeber ausdrücken wollte, dass solange bis dieser Anspruch geltend gemacht wird, wenigstens das Abbilden von Marken grundsätzlich, erstmal das Erwähnen von Wortmarken, zulässig sei. Was mich zur nächsten Frage führt, nur weil wir für ein Werk einen Schutz bejahen, haben wir noch nicht die eigentliche Frage beantwortet, nämlich ob damit nicht auch gewisse Rechte der Allgemeinheit für ihre Benutzung in gewissen Rahmen, zum Beispiel im Rahmen von Schranken, möglich wären. Die Sorge, die mich eher umtreibt, wenn wir sehr, sehr viel, sehr häufig den Schutz bejahen, ist, dass viele Rechteinhaber nicht so sehr aus Motiven des Urheberrechts
diese Rechte geltend machen, sondern dass sie eigentlich andere Zwecke erfüllen. Das heißt, das Abbilden eines Logos ist so lange in Ordnung, wie über ein Logo einfach nur so berichtet wird oder eine Firma. Aber sobald ich einen kritischen journalistischen Artikel habe, ich aber nicht gegen den journalistischen Artikel wegen seines journalistischen Inhalts vorgehen kann, weil er sich vollkommen sachlich an die Fakten hält, kann ich zumindest dem Journalisten auf dem Wege des Markenrechts, auf Urheberrecht des Urheberrechts mal so berichten, eine Breitseite reingeben. Wir erleben das im Bereich Urheberrecht regelmäßig, wenn zum Beispiel ein Ministerium Urheberrecht geltend macht an einem Memo, wohl wissen, dass es gar nicht darum geht, zu verhindern, dass über dieses Memo gesprochen wird, aber wenigstens den Menschen, die darüber sprechen, indem sie das Originalwerk zur Verfügung stellen, verbreiten, mal eine Kostennote aufgedrückt werden kann. Das wäre jetzt meine Sorge, dass wir das in Zukunft häufiger erleben. Weniger Diskussionen um die Frage der kommerziellen Verwertung von Marken und der Frage, wer plagiert von wem, sondern eher die Frage, was ist der Kollateralschaden der übermäßigen Anwendung und was für nette Nebeneffekte kann ich noch damit erzielen? Gegen Journalisten, gegen Enzyklopädien, die alte Skandale nochmal erwähnen oder ähnliches. Ja, das Urheberrecht wird verwendet zum Geheimnisschutz, zum Datenschutz wieder seines Zwecks, denn es soll ja eigentlich eben den Ausdruck der Persönlichkeit schützen. Und da ist es eben die Frage, ob das Urheberrecht jetzt im Bereich der angewandten Kunst eben auch in dieser Form irgendwie, na, sage ich mal, missbraucht werden könnte. Das Markenrecht, das du angesprochen hast, das ist eben wunderbar, weil das Markenrecht, da habe ich auch das entsprechende Memo an die Wikipedianer geschrieben mit, das kann uns nicht interessieren. Das Markenrecht schützt nur die gewerbliche Nutzung im gewerblichen Kontext einer bestimmten Marke. Und wenn ich darüber etwas berichte, rein aus enzyklopädischer Sicht, dann behelligt mich das gar nicht. Und das zeigt, wie toll das Markenrecht ist. Es schützt eben nur den Markenkern, die Nutzung, um eine bestimmte Ware oder Dienstleistung zu versinnbildlichen. Und darüber hinaus hat das Markenrecht eben keine spitzen Ellbogen wie das Urheberrecht. Und Gott sei Dank ist dieser Anspruch des Warenzeicheninhabers auf Nennung des Warenzeichenrechts in einer Enzyklopädie ein verhaltener Anspruch. Und da müssen wir Gott sei Dank nicht im vorauseilenden Gehorsam immer dieses kleine TM sozusagen dahinter schreiben, sondern erst, wenn das jemand von uns will. Und das wird nicht sehr häufig geltend gemacht. Und da zeigt sich, wie das Markenrecht deutlich besser ist. Und an moderne Nutzungen angepasste Schranken, das ist das, was momentan eigentlich so das Schöne an der modernen Urheberrechtsdebatte ist, dass wir neu darüber nachdenken, wie wollen wir gerade angesichts des Web 2.0, in dem jeder zum Schöpfer wird, in dem jeder zum Remaker wird, wie wollen wir hier die alltägliche Urheberrechtsverletzung auf Facebook, auf Twitter besser regeln, aber natürlich jeder ist immer für eine Abschaffung des Urheberrechts bis zu dem Moment, in dem er selber mal Urheber wird. Und da einen guten Ausgleich zu finden, wie das heute auch schon in der Diskussion zur Debatte kommt, eben wann ist das Maß an Persönlichkeit in einem urheberrechtlich geschützten Werk oder in einem Werk so groß, dass wir sagen, das Interesse der Allgemeinheit an der Gemeinfreiheit dieser Schöpfung wird überwogen und wird überschattet durch das Interesse des Autors am Schutz der Persönlichkeit, die sich in einem Werk wiederfindet. Und ja, diese Entscheidung zu treffen ist schwierig und die wird momentan neu für die angewandte Kunst zu treffen sein und da werden wir sehen, wie sich weiterentwickelt. Genau, vielen Dank. Lieber Lukas, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Danke für das schöne, versöhnliche Schlusswort. Wir haben es auch diesmal leider nicht geschafft, das Urheberrecht zu lösen. In 45 Minuten wieder erwarten. Es wird also eine Folgeauflage geben von Monsters of Law zu einem neuen Thema. Der Punkt ACTA war vorhin genannt. Wir haben eine Reihe von Handelsabkommen, zum Beispiel CETA, das kanadisch-europäische Handelsabkommen, die auch ein Kapitel zu dem Recht des geistigen Eigentums enthalten. Es wird auch in TTIP, dem transatlantischen Abkommen, vermutlich um Urheberrecht gehen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in einer Folgeauflage von Monsters of Law diese Themen zur Sprache kommen werden. Die entsprechenden Einladungen werden Sie über alle uns bekannten Wege erreichen. Ansonsten möchte ich darauf hinweisen, dass bei Wikimedia eine Reihe von weiteren Veranstaltungen stattfindet, zu denen Sie auch allesamt herzlich eingeladen sind.
Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Danke an die Zuschauer des Streams jetzt und in der Aufzeichnung. Und bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank. Einen schönen Abend für Sie.